erste von ihnen gewesen zu sein. Wir haben den Freikämpfern einen Schlag versetzt. Nach allem, was wir gehört haben, ist es nicht schade um... Sie müssen es für die Templer geschmuggelt haben. Jetzt nicht mehr. Hier bewahren Sie also das gute Zeug auf.
Habt ihr ein Anliegen? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ich habe Spione bei den Ruinen von Haven stationiert. Für den Fall, dass Korypheus oder seine Lakaien zurückkehren. Bisher gab es keine Vorkommnisse. Und auch die Bresche verhält sich seit einiger Zeit ruhig. Das ist doch zumindest etwas. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Hier ist die Antwort auf Harrods Anfrage. Ich sehe zu, dass er sie bekommt. Euch wurde eine Aufgabe gestellt, Inquisitor. Hier ist sie. Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Dank des derzeitigen Zustandes der Himmelsfeste kann ich meinen Pflichten mit maximaler Effizienz nachgehen. Weitermachen. Ja, Inquisitor. Wer hätte gedacht, dass wir uns hier begegnen? Ich sollte gehen. Versucht nicht, irgendjemanden ohne mich zu erschlagen. Was kann ich heute für euch tun? Mich würde eure Meinung zur Kultur der Elfen interessieren. Vielleicht solltet ihr mit Sarah reden. Sie hat eine ganz eigene Meinung. Ihr haltet nicht viel von Sarah, oder? Sie tut mir leid, obschon mir klar ist, dass sie mich dafür hassen würde. Vielleicht beneide ich sie in Wahrheit ja sogar. In ihren Absichten liegt eine Reinheit, die mir fehlt. Ich habe schon zu viel gesehen und zu wenig getan. Was wollt ihr wissen? Ich wüsste gern mehr über die Elfen vor unserer Zeit. Die Delish wollen die Erinnerung an Halamshiral wahren. Dabei war Halamshiral nur der jämmerliche Versuch, ein vergessenes Land nachzubilden. Arlathan. Elvenen war das Reich und Arlathan seine prächtigste Stadt. Ein Ort der Magie und Schönheit, verloren im Strudel der Zeit. Ihr habt die alten Elfen studiert. Was wisst ihr noch über Arlathan? In den Geschichten, die wir über sie kennen, leben sie auf Bäumen. Wenn wir sie uns vorstellen, denken wir an hölzerne Rampen oder Delish-Aravelle. Stellt euch stattdessen kristallene Türme vor, die sich durch das Blätterwerk winden. Paläste, die zwischen den Wolken schweben. Stellt euch unsterbliche Wesen vor, für die Magie so natürlich war wie das Atmen. Das ist es, was verloren ging. Unterscheidet sich die Elfenmagie von der Magie der Menschen? Ja und nein. Magie ist Magie und Wasser ist Wasser. Die Frage ist eher, was man damit macht. Die Magie der Delish ist eher praktischer Natur. Sie bedarf keiner Billigung durch die Kirche, obwohl die Blutmagie bis heute verpönt ist. Aberglaube. Sie ist feinsinniger, ein Vermächtnis aus einer Zeit, in der die Elfen unsterblich waren. Die Legenden über die Unsterblichkeit der Elfen. Benutzten sie Magie, um ihr Leben zu verlängern? Nein, die Unsterblichkeit war Teil ihres Daseins. Die zarte Schönheit ihrer Magie war die Wirkung, nicht der Grund ihres Wesens. Einige Zauber benötigten Jahre. Ihr Echo hielt Jahrhunderte an und mündete mit immer neuer Magie in eine nicht enden wollende Sinfonie. Das muss wunderschön gewesen sein.